Okay, ich glaube, jetzt haben wir eine solide Grundlage, um ein bisschen Blödelbrei mit Alphaville zu verkraften. Ja, bei Alphaville geht es im Augenblick ziemlich turbulent. So Bälle fliegen durch die Gegend, neue Klamotten gibt es, einen neuen Mann, das ist der Ricky. Wie hast du den Sprung in diese Wahnsinnsband geschafft? Er hat mich gefragt. Er ist nach Berlin gekommen und hat gefragt, willst du mitmachen? Rick, hast du schon live erfahren? Ja, ich habe schon mal live gespielt, war aber nicht besonders erfolgreich, muss ich zugeben. Du spielst ja mehrere Instrumente, ja. Ne? Ich spiele Bassgitarre und Keyboards. Und wie geht's jetzt weiter mit Alphaville? Ja, wir werden erstmal neue Stücke produzieren, schreiben und dann ins Studio gehen und die fertig machen und dann wird irgendwann die nächste LP erscheinen. Magst du Puppen, Marianne? Was gibt es denn zu lachen? Bist du drauf oder was? Ja, jetzt läuft jetzt. Oh, nochmal. Immerhin stehst du so eng mit der Dame. Ja, Puppen. Ich glaube, ich mag Puppen. Was findest du besonders an Puppen? Meistens sind sie hübsch. Ich mag hübsche Sachen. Wen magst du besonders gern in deinem Leben? In meinem Leben, meine Frau. Das ist eigentlich keine Puppe. Wen überhaupt nicht? Die ist eigentlich auch sehr hübsch. Was? Wen magst du überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Puppen. Ihr dreht ja im Augenblick hier das Video zu Jet Set. Gehört ihr denn schon zum Jet Set? Nein. Wir haben eigentlich auch nicht vor, dazu zu gehören. Wir wollten damit eigentlich was umschreiben, was wir sehr toll finden, nämlich irgendwie kreativ, mit seiner Kreativität irgendwie was zu machen und damit rumzuspielen und dadurch eine Power zu kriegen. Und wenn man diese Power hat, irgendwie zum Leben, dann gehört man zum richtigen, wirklichen Jet-Set. Und der hat mit so materiellen Dingen wie Geld oder so gar nichts zu tun. Und deswegen hat das Stück eigentlich auch wenig damit zu tun. Und wir werden das, ich denke, in diesem Video auch zum Ausdruck bringen. Ich weiß eigentlich nicht so recht, wer hier wen verarschen wollte. Auf jeden Fall war das insgesamt wohl mehr ein Alpha-View als ein Interview. Ja, was kann man nicht alles himmlisch finden? Sahnetorte, Madonna, saure Heringe oder diese Jungs hier, Alphaville. Take my hand, she's like a devil having sex. Put it off, she's in mine.
langsam davon. Alpha Will auf dem Höhenflug. Ich habe wirklich so langsam den Eindruck, Dana, dass die Jungs so ihren ersten Jet-Set-Star-Allüren knallern. Du hast ja das letzte Wahnsinns-Interview gemacht für den letzten Musikladen. Komm ruhig ein bisschen näher. Haben die wirklich so einen leichten Spleen, die Jungs? Ach, eigentlich nicht. Ich glaube, dass sie zu den wenigen Gruppen gehören, die trotz Erfolg unheimlich bescheiden geblieben sind. Also, es ist eine unheimlich kreative Truppe. Naja, bescheiden und verrückt kann man trotzdem gleichzeitig sein. Okay, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, Dankeschön. Ja, und die nächste Gruppe, die ich anzusagen habe, kommt nicht aus Dänemark, sondern aus Deutschland. Hier sind Alpha Will. Yeah.